Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute wurde offiziell der Release der vierten Season veröffentlicht. Wen überrascht's? Der 4. Februar, da feiert nämlich Apex Legends auch den ersten Geburtstag. Also können wir davon ausgehen, dass es ein fettes Update geben wird. Leider steht noch immer nicht fest, was inhaltlich sich alles ändern wird. Ich gehe aber fest davon aus, dass definitiv der Kings Canyon zurückkommen wird, welche die nächste Legende sein wird. Zumindest für meine Begriffe gehe ich zu 90% davon aus, dass es der Revenant sein wird. Und genau deswegen nehme ich mir das jetzt zum Anlass, euch den Revenant mal näher zu bringen. Möchte euch kurz alle Fähigkeiten vorstellen. Warum gehe ich überhaupt davon aus, dass der Revenant sein wird? Ihr erinnert euch an Ende von Season 2. Da gab es ein kleines Easter Egg mit Krypto. Der konnte dann beim Voidwalker Event kurz in diesem Labor entdeckt werden, wenn man diese geheime Tür gefunden hat. Und deswegen in Season 3 gab es dann das Halloween Fight or Fright Event. Da war der Ausrichter des Events der Revenant. Also dürfen wir davon ausgehen, dass es diese Legende sein wird. Und ich denke auch, dass es in Zukunft so sein wird, dass es in jeder Season irgendein kleines Easter Egg um die nächste Legende der Folgeseason geben wird. Ich stelle euch jetzt mal sämtliche Fähigkeiten von Revenant vor. Bleibt also bis zum Schluss dran, würde ich mich sehr drüber freuen. Lasst dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Informationsvideos, Tipps und Tricks, Videos und Livestreams von mir verpassen wollt. Viel Spaß jetzt bei den Fähigkeiten vom Revenant. Die erste Fähigkeit ist die passive Fähigkeit, nennt sich Infiltrator. Ihr könnt höher klettern und wenn ihr euch hinhockt, könnt ihr euch schneller bewegen und dadurch mit Waffen schneller schön hin und her den Gegner ausweichen und den Gegner wegrotzen und euch zu einem schwereren Ziel machen. Zweite Fähigkeit nennt sich Mark of Death. Ich habe jetzt die Bezeichnung hier alle nur auf Englisch. Ihr könnt einen Giftpfeil abschießen und wenn ihr den Gegner trefft, aktiviert ihr den Giftpfeil und der Gegner ist dann 60 Sekunden lang markiert und könnt den wahrscheinlich, das konnte man nicht genau rauslesen, wahrscheinlich durch Wände sehen, also zumindest die Position. Wenn die 60 Sekunden um sind, wird die Markierung entfernt, es sei denn, während der 60 Sekunden heilt sich der Gegner komplett, dann verschwindet diese Markierung ebenfalls. Die nächste Fähigkeit nennt sich Poison Bomb. Ich gehe davon aus, dass die so ähnlich sein wird wie vom Kaustik der Ulti. Ich bin auch nicht sicher, ob das die ultimative Fähigkeit ist, aber die Folgefähigkeit, die gleich noch kommt, die klingt ein bisschen krasser. Die Poison Bomb, ihr werft die hin und es wird wohl einen Flächenschaden geben. Das heißt, ihr bekommt keinen Schaden auf Zeit wie beim Kaustik, bei den Gasfallen oder der Gift, also mit der Giftbombe. Seid ihr in diesem Radius dieser Giftbombe gibt es einen Flächenschaden, das heißt alle, die in dem Radius sind, wie bei einem Airstrike, bekommen Schaden und ihr werdet in diesem Giftradius verlangsamt. Und es kann tatsächlich sein, wenn ihr aus dem Radius raus seid, dass ihr dann noch eine Weile verlangsamt werdet. Die ultimative Fähigkeit, denke ich zumindest, dass es diese ist, nennt sich Death Recall. Wie genau funktioniert's? Der Revenant lässt einen Totem fallen. Ich lese es mal ab, dass jeder, der es benutzt oder der jedem, der es benutzt, vor dem Tod schützt, anstatt getötet oder niedergeschlagen zu werden. Und ihr kehrt mit 20 Lebenspunkten an den Totem zurück. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend. Ich erkläre das mal mit meinen Worten, wie ich denke, wie es funktioniert. Ihr seid irgendwo auf der Karte als Revenant, aktiviert diese Fähigkeit und dann ist dieser Totem, den ihr fallen lasst, quasi fest an der Position, wo ihr es fallen gelassen habt. Und wenn jetzt Legende X aus eurem Squad diesen Totem aktiviert, dann könnt ihr, was weiß ich, ändert eure Position, geht mitten im Gefecht irgendwo an einer ganz anderen Stelle der Map, geht ihr drauf, theoretisch, und werdet dann wohl an diesem Totem hin teleportiert, anstatt getötet oder gedownt zu werden. Das ist zumindest meine Erklärung für diesen Totem. Das war eigentlich alles, was ich zum Revenant und zum 4. Februar für Season 4 zu sagen habe. Habt ihr noch irgendwelche Informationen, die ich noch nicht wusste? Könnt ihr mich gerne berichtigen oder vervollständigen, natürlich in den Kommentaren. Also lasst mich in den Kommentaren natürlich auch gerne wissen, was ihr von den Fähigkeiten vom Revenant haltet. Wird es eventuell eure zukünftige Main-Legende werden oder auch nicht? Welche Legende findet ihr vielleicht besser? Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Lasst natürlich dem Video einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr neu seid, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Wenn ihr keine weiteren Informationsvideos, Tipps und Tricks und Livestreams von Apex Legends verpassen wollt, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.